Hallo YouTube und willkommen zur neuen Technik-Vault hier Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum MSI Stealth 15M, dem neuen Gaming-Notebook aus dem Hause MSI. Wir hatten ja hier im Kanal bereits im letzten Jahr einiges an MSI-Notebooks. Wir hatten ein Summit, wir hatten ein Prestige, wir hatten ein Creator-Notebook da und jetzt gibt es endlich mal wieder eine Gaming-Version. Ich glaube, 2016 hatte ich auch mal ein GS da und jetzt gibt es halt das Stealth 15M. Direkter Hinweis, hier oben steht Werbung, aber ich darf und werde auch wie immer sagen, was ich möchte. Was fand ich hieran gut, was fand ich hieran schlecht? Ich habe das Gerät jetzt locker 3 Wochen im Einsatz gehabt, habe es so oft wie möglich mitgenommen. Ich meine, 15,6 Zöller schleppe ich persönlich normalerweise nicht so rum, aber mit 1,8 Kilogramm und relativ dünn geht das noch in Ordnung. Natürlich habe ich es auch am Schreibtisch benutzt, ich habe es stationär benutzt, ich habe es zum Zocken benutzt, ich habe es auch unterwegs benutzt. Ich habe einfach wieder alles Mögliche damit gemacht. Normales Arbeiten, normales Surfen, Videos geguckt, gezockt, Videos geschnitten, aber auch, naja, gezockt halt. Wir gehen das Ganze jetzt gleich der Reihe nach durch. Ne? Wie gut ist die Verarbeitung? Wie gut ist das Display? Blickwinkel, Helligkeit? Wie gut sind die beiden Lautsprecher? Wie gut ist jetzt die Performance von dem Ding? Wie gut ist dabei die Lüfter, die Abwärme, die Wärmeentwicklung? Wie gut ist die Akkulaufzeit? Was ist hier mit Anschlüssen, mit der Webcam und Netzteil und was wir da nicht alles haben? Ich sage so viel, ja, das ist an vielen Punkten schön, schön, schön. Es gibt wieder einige Sachen, MSI. Wir reden gleich wieder über die Lüfter, aber der Reihe nach. Und es war für mich auch an einigen Stellen mal wieder ein First, etwas zum ersten Mal. Zum ersten Mal habe ich einen Rechner hier, der direkt mit Windows 11 ausgeliefert wurde. Habe ich auch noch nicht so gehabt. Und es ist der erste mit einem Intel-Prozessor der 12. Generation. Unter der Haube hat das Stealth 15 den i7-1280p, dazu 16 GB RAM, eine NVIDIA RTX 3060, mobile Version, und 1 TB an SSD-Speicher. Als Display 15,6 Zoll, Full-HD-Auflösung, 16:9 Formfaktor, aber 144 Hertz. So. Und natürlich hier so ein bisschen blinky, blinky, leuchti, leuchti an der Tastatur. Aber ich meine so von außen, klar, bei der Tastatur könnte man es jetzt so ein bisschen nach Gaming rufen, aber ich meine, wenn ich in dem Moment, wo ich die Hintergrundbeleuchtung ausmache, von vorne drauf gucke, das Ding zuklappe, sieht das eigentlich wie ein, noch nicht mal wie ein normaler, sondern eigentlich wie ein schlanker 15 Zöller aus. Ne? Das Ding, das ist das, wo MSI hier hin will mit dem Stealth. Wahrscheinlich ist es deswegen auch Stealth, weil es unauffällig ist. Und ja, das Ding ist unauffällig. Hier ein Gaming-Notebook zu vermuten oder was mit viel Leistung oder sowas, würde man nicht machen. Das Einzige, wo man was, ne, was sehen könnte, wäre halt, dass das MSI-Logo hier so ein bisschen leuchtet. Was ihr auch leuchten seht, sind meine Fingerabdrücke. Das Ding wurde jetzt nicht geputzt. Und ja, es ist ein Fingerabdruckmagnet. Nicht nur außen, sondern natürlich auch drinnen. Auf der Tastatur, die mit diesem schönen Gummiüberzug eigentlich weniger. Aber hier Trackpad und naja, drumherum seht ihr es halt auch. Was wir hier haben ist, MSI redet was vom Aluminium-Cover. Ne? Also hier haben wir Alu, unten drunter haben wir dann aber Plastik. Was total in Ordnung geht, weil wie gesagt, 1,8 Kilo für 15,6 Zöller in der Dünnheit, klar müssen die irgendwo sparen oder naja, nicht komplett Alublock bauen, um das irgendwie hinzukriegen. Das geht in Ordnung. Ich habe mir so ein bisschen Angst oder Gedanken gemacht über die Steifigkeit, ne, vom Display. Das kann ich euch jetzt irgendwie schlecht so zeigen mit einer Hand. Es lässt sich leicht bewegen oder leicht noch eindrücken, aber beim Tippen, die untere Auflage, da ist alles stabil oder sowas. Oder dass ich Sorgen hatte beim Display, beim Scharnier, gar nicht. Dafür gibt es eher Gummipunkte noch bei der Verarbeitung bzw. beim Aufbau. Zack, das kann ich komplett plattlegen. 180 Grad. Es ist aber kein Touch-Display. Also das haut in Ordnung. Von der Verbindungs- oder von der Steifigkeit von den Scharnieren geht es auch. Natürlich saß ich damit auch im Bus und Bahn, ne, und aufgeklappt. Beim Ruckeln hat es sich nicht verstellt. Natürlich, wenn ich es jetzt stärker mache, ne, dann klappt es auch runter, ja. Aber bei meinem Testeinsatz hier war das Display stabil und vor allem, wie gesagt, ich mag diesen 180-Grad-Winkel. Also das war passt. Also von außen würde ich eigentlich sagen, passt. Fingerabdrücke habe ich euch gezeigt, aber vom Rest, ne, bin ich zufrieden. Kommen wir jetzt zum Display selber. Habe ich ja schon viel zu gesagt.
das ist eigentlich ein gutes Display. Vor allem diese 144 Hertz, die das Ganze nochmal butterweich machen, schöne Nummer. Also darauf das Ding zu nutzen und davor zu sitzen und drauf zu gucken, passt. Jetzt nehmen wir genau diesen weißen Hintergrund jetzt gerade mal. Ich habe nämlich die Displayhelligkeit nicht auf 100%. Ne? Da geht noch ein bisschen was. Das wird, natürlich würde ich es mir jetzt wieder heller wünschen. Es geht im normalen Alltagseinsatz, ne, aber in Ordnung. Und wenn ich draußen viel Licht habe, reißt es hier sehr viel raus, dass ich mal wieder, endlich mal wieder ein mattes Notebook-Display habe, ne, wo ich dann, ne, ihr seht hier gerade die Reflexionen von den Lampen, von den Scheinwerfern. Das geht aber noch in Ordnung. Das heißt, natürlich ist das für draußen nicht ideal. Und wenn ich damit am Fenster sitze, wenn ich pendle oder sowas, ist das auch eher ungeil. Aber zur Not kann ich hier immer noch was drauf erkennen, was keine Selbstverständlichkeit bei vielen Notebooks heutzutage ist, ne, weil die Glossy-Displays haben oder Touch oder sowas. Deswegen geht das, war ich damit noch zufrieden. Ich habe hier kein Background-Bleeding, also von den Farben, das haut alles hin. Ne? Auch Kontrast oder sowas von den Werten, geht es in Ordnung. Was ich ein bisschen schwächer finde, sind die Blickwinkel, horizontal. Ne? Da, ihr seht, das kippt dann ziemlich schnell, aber ist auch die Frage, ne, mit zu dritt vor so einem Ding sitzen geht auch noch. Aber wann habe ich mal diese Blickwinkel? Aber ich will es anmerken. Vertikal ist meiner Meinung nach da noch ein bisschen Blickwinkel stabiler, das haut hin. Ne? Aber horizontal kippt es hier und da, je nachdem. So, vom Display kommen wir zu den Lautsprechern. Wir haben zwei Lautsprecher unten verbaut. Klingen nochmal einen Ticken besser, ne, wenn die auf irgendeinem Untergrund stehen. Ich starte mal fix ein Video, so damit ihr mit reinhört könnt. Hallo. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, in denen ich das nerdige, so, ich weiß, der letzten Woche zusammentrage. Ist schwer einzufangen über die Lautsprecher oder über mein Mikrofon. Das ist schon volle Möhre. Das ist... Ich mache mal kurz 50% des Lautsprecher-Lautstärke. Geht auch. Ich formuliere das mal so. Klanglich geht das in Ordnung, auch wenn es nichts Besonderes ist. Für einen 15-Zöller habe ich mir gedacht, da könnte doch eigentlich mehr rauskommen. Ne? Da hätte eigentlich mehr Dröhnen, mehr Volumen. Ich will nicht sagen Bass, aber da hätte noch mehr sein können. Weil das ist jetzt so auf dem Ding, wo ich mir denke, so waren bestimmt damals oder sind Lautsprecher auch in irgendwelchen 11- oder 12-Zöllern. Ne? Das ist so ein bisschen, ich verstehe, dass MSI da nicht wirklich viel Platz hat, dass sie da irgendwo hier was sparen müssen bei den Lautsprechern, weil um das alles unterzukriegen. Aber es sind so okay Lautsprecher. Die werden nicht besonders laut, sie klingen aber okay bis 60-70%, was eigentlich für einen normalen Alltag, für so Videos und sowas auch ausreicht. Ab 80% kriege ich eine spürbare Vibration hier ins ganze Gehäuse rein. Ne? Also Lautsprecher sind so, Küchenfete würde ich damit nicht machen oder Party, aber es reicht zur Not aus, wenn man da mit anderen mal schnell was zeigen muss oder sowas. Oder wenn man nicht alleine abends oder so, wenn man im Bett liegt auf dem Sofa und damit was guckt, ja. Ne? Da ist das Bild aber noch mal ein bisschen schöner als die Lautsprecher. Wäre was, wo ich halt ein bisschen mehr erwartet hätte. Wo ich nicht mehr erwartet habe oder wo ich viel erwartet habe und nicht enttäuscht wurde, ist die Performance. Die Kiste rennt. Es ist ein Vergnügen. Also klar, Intel i7 1280p haben wir ja gerade gesagt, die Nvidia 3060. Darf man jetzt, muss man ein bisschen zweigeteilt sehen. Natürlich, wenn wir jetzt an die Spielerichtung gehen, natürlich habe ich wieder Standardzeug gemacht, natürlich habe ich Cyberpunk gemacht und sowas und anderes und ich alles Mögliche durch und durch getestet bei den Spielen. Natürlich bin ich auch hingegangen und habe Videoschnitt gemacht, ein bunter Mix. Ich habe natürlich auch Benchmarks laufen lassen und. Aber so viel kann ich sagen. Leistungsmäßig enttäuscht die Kiste null. Da bin ich richtig von angetan. Ich sage hier so oft bei Standard-Notebooks, das als Hauptgerät, als Hauptrechner reicht aus. Hier reicht es ja sowas von dicke aus und hier reicht es auch zum Zocken aus. Jetzt kommt aber die Zweiteilung, wie ich denn zocken möchte, beziehungsweise in was für eine Auflösung. Es kommt der Kiste natürlich zugute, dass das Display nur Full HD ist. Weil Full HD, auch mit 144 Hertz, ich bin hier permanent, egal was, auch flüssig über 60 Frames. Ist natürlich schön. Ist natürlich dann auch ein Kinderspiel, wird der ein oder andere sagen. Ja, in dem Moment, wo ich aber es an externen Monitor anschließe, um da dann in 4K, da keine Wunder erwarten, da stößt natürlich auch sowas an seine Grenzen. Ich meine, da würden auch richtige 360er, selbst 3070er an Grenzen stoßen. Ne? Da muss man ein bisschen differenzieren. Was das Ding kann, aber es liefert die Leistung und es liefert die Leistung
gut gekühlt und es liefert die Leistung auch nicht gedrosselt und vor allem auch nicht mit einer krassen Wärmeentwicklung, um jetzt mal diesen Dreiklang aus Lüfter, Wärme und Drosselung zu liefern. Also performancemäßig passt es. Die 16 GB RAM würde ich hier und da vielleicht so sagen, hätte auch ein bisschen mehr sein können, reichte jetzt hier in dem Fall aber aus, ne? Weil auch Full HD und sowas und was ich hier mit drauf gemacht habe, hat das gepasst. Jetzt bevor ich da noch in weitere Aufrüstdetails gehe, sage ich noch was jetzt zu den Lüftern. Ich habe zwei Lüfter, kann ich hier oben auch sehen. Ich kann hier oben durch die Lüfter, ne, auch bequem durchgucken. Es ist wieder so eine Sache bei MSI. Fangen wir erst das Positive an. Wenn ich das Ding im Notebook-Modus nutze, einfach so normales Zeug mache, höre ich die Lüfter nicht. Die gehen nicht an. Wenn ich es im Notebook-Modus benutze und einen externen Monitor zusätzlich noch anschließe, ohne Stromversorgung, bleibt das eigentlich auch so. Dann hin und wieder springt mal kurz der Lüfter an, aber nichts Nervendes. In dem Moment, wo das Ding aber an den Strom angeschlossen wird, bei gleichem Einsatzszenario, einfach nur im Notebook-Modus machen, nichts machen und an den Strom angeschlossen werden, gehen die Lüfter an. Egal, ob die Leistung abgerufen wird oder nicht. Das ist wieder was, wo ich einen Föhn bei MSI kriege. Dann haben wir wieder die gleiche, ne, das MSI Center mit meiner Einstellmöglichkeiten an Leistungsszenarien. Super Battery, Silent Modus ausgeglichen und extreme Leistung. Für die Lüfter ist das Gefühl Wumpe. Ich habe mal wieder nur unter dem extreme Leistungsmodus eine manuelle Einstellung, wie ich die Lüfter schalten kann. Ab welcher Temperatur CPU und GPU-Lüfter anspringen sollen, mit wie viel und sowas. Das ist aber schön, aber das reicht mir hier nicht aus. Das ist wieder so die Krux von MSI, dass die Lüftersteuerung, wann sie angehen, echt bescheiden geregelt ist. Das ist wieder Murks. Und vor allem, sie drehen am Strom an, die Leistung liegt halt da. Auch wenn sie nicht abgerufen wird, kühlen die halt trotzdem, ich sag mal, im vorschnellen Gehorsam. So, jetzt kommt aber wieder was Positives, wenn sie dann andrehen. Egal ob leicht, egal ob mittel oder egal ob voller Möhre. Die klingen gut. Das ist natürlich ein wahrnehmbares, was ich da habe bei den Lüftern. Aber es ist nicht störend. Es ist nicht... Nein, das haben sie diesmal nicht. Ich habe kein hohes Fiepen, ich habe kein metallische Lüftergeräusche oder irgendwas, was nerviges. Nein, das ist sowas. Ich habe das Ding 1,5 Meter neben mir stehen, zock damit, auf dem externen Monitor jetzt, ne, externe Maustastatur, tralala, habe daneben den Lüfter rauschen. Aber es stört mich nicht. Es ist halt klar, da rauscht ein Lüfter und da nebenher dann irgendwie telefonieren, naja, ne, geht. Aber es stört mich nicht. Und das finde ich sehr gut, denn unterlasst das Kühlergebnis. Er bleibt, natürlich wird die Kiste warm, aber nirgendwo, wo ich mir Sorgen machen müsste. Ich glaube hier 70, 80 Grad oder sowas. Das haut total hin. Natürlich warm, aber ich meine, in diesen Relationen geht das total in Ordnung. Die Lüfter nerven dabei nicht, sind wahrnehmbar, aber das ist, ich will MSI hier loben und die Ohren lang ziehen wieder in einem. Denn es wäre noch wenig Mühe noch drin, dann wäre das ein perfektes Ergebnis. Weil die Lüfter unter Last sind ein Traum von der Lärmentwicklung. Ne? Die Lüfter im Notebook, im mobilen Einsatz sind ein Traum, man hört sie halt nicht. Und die Lüftersteuerung ist gut. Aber wenn ich nichts damit mache, die Kiste nur zum Surfen benutze, nur für Office-Zeug, nur für E-Mails und ich habe sie am Strom und dann geht permanent der Lüfter an, der Lüfter aus, der Lüfter an, der Lüfter aus. Ah, so, jetzt hab ich mich darüber aufgeregt. So, also ich... was haben wir sonst noch? Akku. Und da ziehe ich Ihnen jetzt auch nochmal die Ohren lang. Das sind die zwei Punkte, wo ich echt unzufrieden bin. Und zwar, ich habe hier die Vermutung, dass auch im normalen Modus, bei Energiesparmodus oder was nicht alles, nach wie vor nicht die Intel Iris integrierte GPU genutzt wird, sondern trotzdem die Nvidia. Weil ich habe hier einen viel zu hohen Stromverbrauch, ich will fast sagen im Standby, beim Nichtstun. Das ist auf dem Level. Und jetzt ruft der eine, ja, aber das Display verbraucht so viel Strom. Ich hau euch mal folgende Zahlen um die Ohren. Normales Nutzen, volle Displayhelligkeit, Standardzeug im Notebook-Einsatz verbraucht in der Stunde 40%. Von 100% Display auf 50-60% Display verbraucht in der Stunde 35%. Man hat den Unterschied vom Display, ja, aber es ist nichts, was diesen krassen Stromverbrauch erklären könnte. In der normalen Nutzung maximal 3 Stunden. Ich glaube, MSI sagt ja auch nur was mit 6 Stunden. Ne? Da weiß man ja sowieso, kann man ja schon mal ein Drittel bei Notebook-Herstellern direkt schon mal in die Tonne kloppen. Aber wenn wir immer noch bei 4 und die schaffe ich nicht. Akkulaufzeit
echt sehr, sehr bescheiden. Wenn ich das Ding unter Last fahre, kriege ich es auch in 1,5 Stunden leer. Gar keine Frage. Aber die Akkulaufzeit, wenn es nichts macht, mein Tipp ist nach wie vor, dass die Intel-GPU trotzdem aktiviert ist. Und ich habe hier alles Mögliche dort ausprobiert. Ich kriege es nicht noch reduziert von der Akkulaufzeit. Also geht mal in der Standardnutzungszeit maximal 2,5 Stunden, vielleicht 3 mit viel Mühe. Aber mehr holt ihr an Akkulaufzeit in der normalen Nutzung aus dieser Kiste einfach nicht raus. Und was ist sehr schade, weil es ist ja ein kleines, dünnes, für ein 15 Zoller, ein kleines, dünnes, portables Teil, dass ich dann aber wieder gezwungen bin, zumal ein 1,8 Kilo, wahrscheinlich hier nochmal die 400 Gramm inklusive aller Kabel an Netzteil rumzuschleppen, ist wieder sehr schade. Positiv, es ist ein 180 Watt Netzteil, die Kiste im ausgeschalteten Modus, ne, von 10% auf 100% in einer Stunde wieder aufgeladen kriegt. Wenn man es aktiv nutzt, ist natürlich gerade die Frage, wie viel Strom wird dann noch intern gezogen und verbraucht, sind das eher so 2, 2,5 Stunden. Ne? Aber es passt. Ist halt nur schade, dass das, auch wenn es ein dünnes Netzteil ist, man es immer dabei schleppen muss. Wo ich sie wieder loben will, ist die verbaute Kabelkonstruktion. Ich habe gute... Ich habe hier wieder einen eigenen Stecker, nichts mit USB-C oder sowas. Ich meine, bei 180 Watt ist klar, dass man nicht USB-C mit 100 Watt nehmen kann. Ich habe gute 1,80 Meter fest verbautes Kabel. Also das ist schön, ne? Wenn das Ding auf dem Boden liegt, bis wo 1,80 Meter passt. Dann habe ich nochmal einen knappen Meter oder einen normalen Meter an diesem Dreipolkabel, was ich ja zur Not noch verlängern kann und komme dann auf eine gute Kabellänge. Also diese Konstruktion geht in Ordnung. Da motz ich mal nicht. Auch das passt eigentlich. So, beim Netzteil. Aufladen, Ladezeiten hatten wir auch. Kommen wir als nächstes zu den Anschlüssen. Genau, weil ich wieder einen eigenen Stecker habe, der auf der linken Seite ist. Eigener Stromstecker. Jetzt wäre ich ja wieder und in meiner Hybris würde ich mir denken, super, auf der linken Seite sind doch 2 USB-C-Anschlüsse. Vielleicht ist einer dafür für die Stromaufnahme zu gebrauchen, dass ich auch mit einem starken USB-C-Netzteil, ich habe alles ausprobiert, sogar diesmal bis 135 Watt hoch, könnt ihr knicken. Diese beiden USB-C-Ports sind keine Thunderbolt-Ports. Das ist beides mal USB-C, zwar mit 3.2, einmal auch mit Display-Port-Out, wo ich dann einen externen Monitor drüber anschließen kann. Aber zur Stromaufnahme, um das Gerät mit Strom zu versorgen, kann ich es nur mit dem eigenen Netzteil, mit dem eigenen Stecker benutzen. Das finde ich ja auch wieder so schade. Mir ist bewusst, die Leistung fürs Gaming, fürs Editieren, für Hardcore-Arbeiten, da muss die Wattzahl anliegen. Keine Frage, ja. Aber das wäre wieder was gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, für normalen Alltagseinsatz. Gerade wenn es so ein unauffälliges Normalo-Notebook auch sein kann, auch sein soll, dann reicht doch ein fettes 90 Watt USB-C-Netzteil. Zumindest sollte doch ausreichen. Warum ist das nicht möglich? Das ist wieder so, ja, MSI. Ne, das dazu. Also habt im Kopf, Netzteil braucht ihr oft immer und müsst ihr auch immer mit dabei haben. Anders kriegt ihr das Ding nicht aufgeladen. Also wir haben zweimal USB 3.2, einmal nur mit DisplayPort, um externen Monitor anzuschließen. Ich kann aber trotzdem noch einen zweiten externen Monitor zusätzlich anschließen. Hier ist ein HDMI-Port, unterstützt auch 4K 60, habe ich auch getestet. Dann habe ich auf der Seite nichts. Ach ja, doch, hier habe ich in der Mitte nochmal USB-A, normaler USB-Anschluss, auch 3.2 und einen vierten auf der Seite, auch wieder USB-A 3.2. Netzteil und links nochmal einen Kopfhöreranschluss. Ich glaube, die Vorgängerversion der Stealth-Dinger hatte hier zwischen noch einen Micro-SD-Kartenleser. Gibt es nicht. Was wir auch nicht haben, ist leider Ethernet. Natürlich, ich weiß, es gibt Adapter oder sowas. Ne, das wäre aber da gewesen, wo ich mir denke, hätte man eigentlich von der Größe hätte noch Ethernet eigentlich reingepasst. Ob das nicht für ein Gaming-Notebook vielleicht auch nochmal nett gewesen wäre? Ja. Trotzdem motze ich. Ich motze ja, ne, weil ich dann auch wieder nur Strom auf der einen Seite habe. Je nachdem, wenn ich es am externen Monitor betreibe, habe ich da immer das Kabel hängen. Naja, aber auf der anderen Seite, ich habe 4 USB-Anschlüsse. 2 A's, 2 C's. Ich habe zusätzlich noch HDMI. Reicht mir von den Anschlüssen. Also von den Anschlüssen motze ich nicht. Wo ich auch nicht wirklich motze, doch wo ich beim Ton... Wir haben hier eine Webcam. Und zwar... Und das sieht dann so aus und klingt dann auch so. Da finde ich die Bildqualität der Webcam brauchbar. Klar, 720p, ja, aber die Farbanpassung passt, stimmt, ne, die Details. Das ist seit Ewigkeiten mal eine okay Webcam. Natürlich, also würde ich da auch zur Not selber bei einem Call oder bei einer Präsentation groß für andere erscheinen wollen, naja. Aber es geht in Ordnung, da muss ich sagen, das passt.
womit ich weniger zufrieden bin, ist die Audioaufnahmequalität. Damit mit jemandem telefonieren oder einen Videocall machen, da würde ich dann doch eher ein Headset benutzen, Kabel anschließen, was auch immer. Was die Webcam leider auch nicht ist, und das finde ich auch wieder sehr schade, weil Platz eigentlich da gewesen wäre, trotz dieser richtig schönen Rahmen, also wenig Randkonstruktion links und rechts, oben hätte man Platz gehabt. Diese Webcam ist nicht für Windows Hello gedacht, also nichts mit Infrarot. Wir haben auch keinen Fingerabdrucksensor oder sowas. Auch schade, ne? Das wäre das eigentlich, was ich so ein bisschen schade finde, diese biometrischen Sicherheitsfeatures, dass die hier fehlen. Ne? Gerade für so ein fake richtigen Laptop, der dann hier und da wirklich wie ein Arbeitslaptop aussieht, dass man da auch Fingerabdrucksensor und Infrarot, also Windows Hello Support unterstützen, verzichten muss. Jetzt habe ich gar nichts zu Tastatur und Mauspad gesagt. Und zwar, natürlich haben wir hier unsere Tastatur, wieder im typischen MSI-Layout und wieder im typischen MSI-Gefühl. Die ist leise, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie Windows-Töne kriege. Sehr leise, sehr angenehm zu tippen. Ich will nicht sagen, es ist gummiertes Tippen, das nicht. Gummiartig ist es nicht, aber es ist sehr sanftes Tippen. Trotzdem habe ich da genug, wo ich mir denke, ja, ich habe hier viel drauf geschrieben und gerne drauf geschrieben. Tastatur mag ich. Ich mag zwar auch oft dieses knackige, klickige, aber dieses leicht gummierte, wie sage ich jetzt einfach mal, was MSI hier verbaut, hat mir wieder schön gefallen. Wir haben diese, farbliche Anordnung, 1, 2, 3 verschiedene Farben. Wir haben das Trackpad, was sehr klickig ist diesmal. Das ist, ne? Also nicht laut oder sowas, nicht nervig, aber hier habe ich mal so ein richtiges akustisches Klick-Feature. Vom Trackpad selber, ich sag mal, ich würde es mir größer wünschen oder sowas. Das nicht, also Eingaben und alles, das hat auch problemlos funktioniert. Multi-Zoom-Gesten oder sowas, das war auch nie so ein Problem. Also damit ohne externe Sachen oder sowas, ne, zu arbeiten. Gar kein Problem. Also deswegen, Tastatur, Trackpad, motz ich nicht rum. Ordentliche Sachen, machen nicht keinen Lärm, tun, was sie sollen. Passt. Und damit bin ich jetzt auch durch. Und jetzt könnte ich an vielen Stellen ja sagen, ey, das passt. Aber jetzt kommt der Preis. 1800 Euro. Jetzt sage ich natürlich, 1800 Euro, das Ding ist gerade erst auf den Markt gekommen. Ne? Wir haben hier neueste Generation Intel-Prozessoren und 3060er GTX unter der Haube. Was erwarte ich denn? 1 Terabyte Speicher, 16 GB RAM. Aufrüstoption, das noch nachgeschoben. Unten aufschrauben geht ans WLAN-Modul und an die M.2-Schacht für die Festplatte. Kommt man relativ einfach. Wer jetzt auf eigene Faust RAM aufrüsten muss, muss wieder alles rausnehmen. Ne? Da ist dazwischen, auf dem Zwischenweg liegt der Akku. Akku muss raus, das Board muss komplett raus, weil die RAM-Riegel auf der anderen Seite verbaut sind. Also für den Fall, dass sich jemand da denkt, ich schraub mal hier unten kurz auf und tausche die RAM-Riegel aus. Nein, da wird ein bisschen mehr geschraubt werden müssen. Aber machbar. Das wenigstens dazu. So, und jetzt stehe ich hier und denke mir, eigentlich eine sexy Kiste. Als ich das damals ausgepackt habe, weiß ich noch, das war so, wow, das soll ein Gaming-Teil sein und von der Performance. Und jetzt kann es das ja. Display brauchbar, Lautsprecher, ja, okay. Tastatur, Eingabe, Notebook-Style-mäßig passt. Performance noch und nöcher, wo ich echt zufrieden bin. Und die Lüftersteuerung zumindest unter Last und im stromlosen oder im netzteillosen Betrieb wirklich gut. Diesen Mix habe ich mich ja eben aufgeregt. Aber dass dann hier das mit dem Laden und die Akkulaufzeit so echt unbefriedigend ist, das ist hier auf dem Level, wo ich mir denke, ich freue mich ja, dass es so dünn ist und 1,8 Kilo hat. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann einfach wüsste, ich habe hier eine vernünftige Akkulaufzeit, die mich im normalen Notebook-Einsatz, nichts mit Gaming, mir ist das klar, was Gaming und Editieren an Strom verbraucht. Aber wenn ich wüsste, ich habe hier die Option und könnte mit dem Teil auch komplett durch den Tag kommen. Und dann hätte ich 7, 8, 9, vielleicht auch 10 Stunden normale Nutzungszeit. Dann wäre es mir lieber, dass das Ding wieder ein Ticken dicker wäre und, was weiß ich, nicht 1,8, sondern 2 Kilo wiegt. Das wäre mir, gut, das ist jetzt persönliche Nutzungsnummer. Jemand, der jetzt sagt, ich habe eh das Netzteil immer dabei oder ich nutze es stationär oder ich brauche maximal am Tag ein Seminar oder eine Vorlesung, 1,5 Stunden Akkulaufzeit reichen mir dicke aus. Ja, natürlich. Dann ist das hier genau die Richtung, wo man sich drüber freut. Aber wenn man sich denkt, hey, das Ding könnte doch als normales Notebook fernab der Steckdose einen Tag durchhalten oder sowas, da muss ich euch dann leider enttäuschen. Da dann lieber das Netzteil wieder mit reinpacken. Also in Summe, ja, schön,
Aber liebe MSI-Entwickler, ein paar Pünktchen, wir sollten reden. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.